Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zur Nadi Shodhana Stufe 4. Diesmal halten wir jetzt auch nach der Ausatmung an. Und zwar auch auf 4 Sekunden angehalten nach der Ausatmung. Das Verhältnis ist jetzt 1 zu 8 zu 6 zu 1. Auf 4 Sekunden einatmen, 32 Sekunden anhalten, 24 Sekunden ausatmen und wieder 4 Sekunden anhalten. Das ist auch wieder nicht so einfach. Ja? Versucht damit so ein bisschen zu spielen und wenn ihr merkt, oh, irgendwie ich komme damit nicht klar, dann löst du auf oder lässt die Anhaltephase nach der Ausatmung komplett. Wie gesagt, wir wollen dieses Kevala Kumbhaka irgendwann erreichen, dieses spontane Anhalten des Atems und deshalb spielen wir mit dem Antar Kumbhaka und Bahir Kumbhaka jetzt immer mehr, was ja recht bewusst initiiert ist als Anhaltephase nach der Ein- bzw. Ausatmung. Okay, ich zeige das einmal vor. Ich verschließe wieder das rechte Nasenloch, atme auf 4 Sekunden links ein, anhalten, jetzt ausatmen auf 24 Sekunden. Jetzt anhalten. Anhaltephase lösen, Nasikagra Mudra lösen. Das war jetzt nur eine halbe Runde. Wenn du dann zurückgehst, genau diesen Weg, hast du eine ganze Runde. Bevor du ausatmest über rechts, beziehungsweise dann auch auf links oder über links nach der Anhaltephase, atme kurz über das jeweilige Nasenloch ein und dann aus. Dann hast du es so ein bisschen einfacher, dass das System vorbereitet wird, auf den Impuls nach der langen Anhaltephase wieder auszuatmen. Ja, sei ganz achtsam, beobachte, wie das für dich ist. Du kannst ja auch hier einen Schritt zurückgehen zum Verhältnis 1 zu 2 zu 2 oder 1 zu 4 zu 2 und mit der Anhaltephase wieder auf 1 nach der Ausatmung. Das würde dann 1 zu 2 zu 2 zu 1 sein oder 1 zu 4 zu 2 zu 1. Ja, wir wünschen dir mit dieser Spielerei ganz viel Spaß und hoffen, dass du dadurch auch diese Wirkung erlebst der gedanklichen Ruhe und Ausgeglichenheit. Namaste.